Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video von 360 Football. Heute zeigen wir dir ein Außenverteidiger-Training zu zweit. Devin ist ready mit dem Pregame in der Hand. Yes, wir sind vorbereitet. Pregame ist drin. Let's go. Jetzt geht's zum Aufwärmen. Wir haben uns für diese Übung entschieden, aber ihr könnt natürlich auch andere Varianten ausprobieren. Skipping über die Hürden, dann wie bei Nick zum Beispiel der Two-Touch mit der Innenseite. Danach mache ich hier den Oberschenkel mit der Innenseite. Wichtig, achtet wirklich darauf, dass ihr bei diesen Übungen keine Fehler macht. Devin zeigt euch hier den Brust-Drop-Pass. Wichtig hier, dass der Ball beim Pass flach bleibt. Wir empfehlen euch, jede Übung 5-mal pro Seite zu machen und etwa 3 bis 5 verschiedene Übungen durchzuführen. So sind wir nachher gut aufgewärmt für die nächste Übung. Jetzt gehen wir zu den Sprints. Wichtig hier, dass ihr wirklich 100% aufgewärmt seid. Wir starten mit den einbeinigen Sprüngen. Wir haben hier die Hürden verwendet, aber falls ihr zu Hause keine Hürden habt, könnt ihr auch Hütchen nehmen. Wichtig ist, dass ihr so weit und so hoch wie möglich springt und dann noch einen kurzen 5-Meter Sprint am Schluss macht. Hier empfehlen wir eine Pause von etwa 2 Minuten. Danach gehen wir in die Sprints mit Richtungswechsel. Ihr sprintet 5 Meter nach vorne, druckt euch ab und sprintet 5 Meter nach hinten und dann dasselbe und sprintet dann 10 Meter weiter. Auch hier empfiehlt sich eine Pause von ca. 2 Minuten. Wie ihr im Video sehen könnt, drücke ich mich einmal mit dem rechten Fuß und einmal mit dem linken Fuß ab. Zum Schluss gehen wir zum Topspeed. Hier macht ihr einen 30 Meter Sprint, aber ihr beginnt die ersten 10 Meter mit 80%. Nach diesen 10 Meter muss ein sichtbarer Tempowechsel zu 100% sein, der 20 Meter lang gehalten wird. Das Ganze wiederholt ihr 2-mal und die Pause beträgt 3 Minuten. Jetzt kommen wir zur Passübung. Hier Ball klatschen lassen, drüber Ball klatschen lassen, Sprint nach hinten, ein Touch mitnehmen, der zweite Touch spielen. Dann wieder nach hinten, hinten dasselbe, dann wirklich der Sprint nach vorne und dann das Ganze wiederholen wir ca. 3-mal. Kommt immer darauf an, wie der Spieler gerade drauf ist, aber wir empfehlen immer ca. 3-mal, das mit einem vollen Tempo. Das ist jetzt zum Beispiel hier die Variante 1. Jetzt sagt mir hier zum Beispiel Devin Zeit, dann muss ich den Ball mitnehmen, rundherum führen, spielen und den Sprint nach vorne machen. Jetzt bei Nick genau dasselbe, spielen nach hinten, hier wichtig wieder ein Touch, der zweite spielen, wieder nach hinten gehen, annehmen, spielen, dann der Sprint nach vorne. Hier jetzt zum Beispiel Touch mitnehmen, spielen und jetzt sagt Devin zum Beispiel die Farbe schwarz, dann der Touch wirklich zum schwarzen Hütchen und dann wieder ganz nach vorne spielen, über die Hütchen spielen. Genau, wir haben hier die Farbe schwarz, wir haben Zeit oder die Farbe gelb, hier zum Beispiel wieder Zeit. Und bei Gelb logischerweise den Touch zu Gelb, bei Schwarz den Touch zu Schwarz und bei Zeit um das Mannequin hinten. Genau, ganz simpel, ist eine geile Übung, geht wirklich in die Lunge, wenn man das Ganze richtig macht. Und hier trainiert man den ersten Touch, sowohl auch die Passqualität und die Passstärke. Kann ich jedem empfehlen und jetzt gehen wir in die nächste Übung. Jetzt kommen wir zu den langen Bällen. Hier haben wir 2 Vierecke aufgestellt. Die Distanz könnt ihr selbst wählen. Wichtig ist, dass ihr saubere, starke Bälle spielt und dann den Ball sauber verarbeitet. Anschließend spielt ihr so schnell wie möglich wieder einen langen Ball ins Viereck vom Gegenüber. Macht diese Übung etwa 10 bis 15 Minuten. Technik unter Druck. Hier spielt der Offensivspieler den Ball zum Defensivspieler, der den Ball sofort zurückprallen lässt. Sobald der Offensivspieler den Ball hat, geht es los. Es gibt hier 3 Tore und das Ziel des Offensivspielers ist es, durch 1 der 3 Tore zu gelangen. Diese Übung ist perfekt, um in einer stressigen und engen Spielsituation die richtige Entscheidung zu treffen und mit solchen Situationen im Spiel ready zu sein. Wir machen diese Übung sehr oft in den Individualtrainings und sie ist genial. Kommen wir nun zur letzten Übung, positionsspezifische Flanken. Je nachdem, auf welcher Seite ihr spielt, führt ihr diese Übung aus. Der Kollege spielt einen langen Ball zu dir,
Dein Ziel als Außenverteidiger ist es, den Ball mit einem Touch so in den Lauf zu verarbeiten, dass du danach den Ball in die Mitte flanken kannst. Wichtig ist hier, dass der Stürmer dir entweder den ersten oder den zweiten Ball anzeigt. Du musst es erkennen und den Ball dementsprechend spielen. Das war's mit dem Training. Jetzt gilt es, diese Übungen selber durchzuziehen. Oder wenn du ein geleitetes Training möchtest, dann unten in der Videobeschreibung den Link abchecken für Personal Trainings bei uns. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, Pre-Game gönnen, kommentieren, liken, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal.